Am Mittwoch, den 5. Januar, ist es soweit und mit Patch 2.4 eröffnet auch die neue Inazuma Area Enkanomiya ihre Pforten. Wenn ihr diese jedoch betreten und zum Beispiel die Boss-Mats für Shenhe farmen möchtet, müsst ihr vorher diese Questline aus den vorherigen Patches erledigt haben, denn sonst bleibt euch der Zugang verwehrt. Diese Questline befindet sich auf Watatsumi Island und heißt die Mondbeschienene Tiefe. Ausgangspunkt ist Tsuyoko am Sangonomiya-Schrein und euer Auftrag ist es erstmal an 4 Schreinen, die auf Watatsumi verteilt sind, Mini-Rätsel zu lösen und 4 bestimmte Perlen zu sammeln. Sobald ihr diese habt, bringt diese zu Tsuyoko und die letzte Phase der Quest beginnt. Diese führt euch zu einem geheimen Eingang. Dort angekommen, löst ihr die magische Barriere mit den 4 zuvor eingesammelten Perlen auf. Ist dies geschehen, offenbart sich euch eine riesige Höhle, in der ihr nochmal 4 Mini-Rätsel lösen und einen Haufen Wasserbiester klatschen müsst, bevor ihr mit dem Schlüssel der Tiefen belohnt werdet. Dieser dient nun laut Tsuyoko dazu, Zugang zu Enkanomiya zu bekommen. Ihr seid nun also bereit, ab Patch 2.4 Enkanomiya unsicher zu machen und euch alle Quests, Truhen und Belohnungen auch dort zu schnappen. Sucht nach dem Patch Tsuyoko auf, denn ich vermute, dass sie uns den Zugriff nach Enkanomiya gewähren wird oder dass sie uns zumindest verrät, wo wir hingehen müssen, damit wir da reinkommen. Ich vermute, dass wir keine spezielle Questline mehr bekommen werden, sondern dass es schon sehr, sehr schnell gehen wird, denn dieses hier scheint ja schon die Questline gewesen zu sein. Finde ich sehr, sehr interessant gelöst, dass sie eine Questline, um eine Area freizuschalten, in vorherigen Patches reingepackt haben, so gesehen in Anführungszeichen versteckt haben, sie war ja nicht wirklich versteckt, um dann halt eine Area betreten zu können, die halt erst in späteren Patches kommt. Sehr, sehr interessante Geschichte und zeigt halt mal wieder, dass man Weltenquests auf jeden Fall erledigen sollte, nicht zu lange im Questlog behalten sollte, weil man so eventuell einfach Content verpasst oder halt erstmal nacharbeiten muss, wenn neue Patches kommen. Also für die Zukunft muss auch ich mir das auf jeden Fall merken. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nur so ein sehr, sehr kurzes Video, um euch zu zeigen, wie ihr an den Schlüssel der Tiefen kommt, damit ihr Enkanomiya betreten könnt und dort richtig auf Abenteuer gehen könnt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß in der neuen Area mit dem neuen Patch und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.